Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Path. Und ja, wir sind das letzte Mal mit allen sozusagen durchgekommen, bis auf Rose, und sind jetzt hier mit diesem Geistermädchen. Und ich habe überhaupt keinen Plan, was sie da gerade macht, aber mal abgesehen davon habe ich auch keine Ahnung, warum wir jetzt mit ihr hier spielen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige genauso gespannt sind wie ich jetzt. Da hinten sieht das aus wie so eine schöne Lichtung. Ich würde sagen, wir rennen einfach mal direkt los und ja, lassen uns mal überraschen, ob denn noch so ein Aha-Effekt überhaupt hier kommt. Oh, ich kann hier nicht mehr in den Wald reinlaufen. Das ist ja komisch. Ich kann aber. Hallo? Hallo? Reagierst du mal bitte? Also in den Wald geht sie nicht. Sehe ich das richtig? Reagiert meine Tastatur gerade nicht? Oder das Spiel nicht? Oder. Weißt du, dann renn halt raus. Dann geh einfach in die andere Richtung, Mädel. Mir soll es ja egal sein. Vielleicht geht die jetzt auch zum Haus. Sollte das jetzt hier irgendwie ganz schnell erledigt sein, mache ich dann halt die nochmal, die wir noch nicht hatten. Damit wäre das Spiel dann auch beendet. Aber so ein bisschen verwirrt bin ich schon. Man sieht jetzt aber eigentlich von allen Mädchen die Stellen, wo etwas passiert ist. Also gehen wir doch einfach mal und klappern diese Stellen ab. Und gucken mal, ob jetzt hier irgendwas kommt. Wenn ich jetzt hier Enter drücke, macht sie dann hier irgendwas? Also es regnet jetzt auf jeden Fall. Ich gehe mal zum Schuppen. So. Muss mal eben hier auf meine Katze nebenbei achten. Oh, die hat mich so aufgeregt vorhin. Ich will es jetzt auch gar nicht erzählen, aber. Ja, so ist das manchmal. Manchmal sind die Haustiere süß, manchmal sind sie. Müssen erzogen werden. Um es mal nett auszudrücken. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt hier machen kann. Also, wir sind hier auf jeden Fall an. Warte. Man hat sie doch vorhin. Was heißt vorhin? Man hat sie doch immer in diesem Zelt gesehen. Vielleicht geht sie jetzt hier in das Zelt rein. Genau, das hat sie ja auch immer während des Spiels gemacht. Nur keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Also ich habe keinen Plan, wozu das jetzt gut sein soll. Ich warte gerade einfach mal ab. Sieht sie denn jetzt hier diese Morde oder ist sie so die Beobachterin oder ich weiß auch nicht, was hat denn das jetzt gebracht? Kein Plan, ich kapiere es nicht. Aber irgendwas muss es hier zu tun geben, weil hier ist ja auf jeden Fall was passiert. Oder kann man das erst, wenn alle Objekte gefunden haben? Das wäre aber schon blöd. Kannst du dich hinsetzen, so wie die anderen? Geh mal dahin. Zu diesen Kästchen hier, zu diesen komischen Bierkästen oder was auch immer das sein sollen. Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Wird mir die angezeigt? Ja, verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ich habe da hinten gerade irgendwas gesehen. Habe ich mir da was eingebildet oder? Ja, lauf mal dahin. Also wenn ich da jetzt nicht weiterkomme, dann laufen wir eben woanders hin. Ah, okay, hier werden jetzt diese ganzen Grabstellen angezeigt. Dann muss ich tatsächlich. Ja, ich gehe jetzt einfach mal nach der Karte. Das Schöne ist, dass sie irgendwie. Nee, sie rennt nicht von alleine. Wollte gerade sagen, sie rennt von alleine, aber das muss ich doch manuell tun. Dann lauf mal hier hin. Im Gegensatz zu den anderen keucht sie aber irgendwie auch nicht, ne? Irgendwie nicht. So, da kommen wir an die nächste Stelle. Da müsste dieses Dingsbums-Theater kommen. Und der Friedhof. Den Friedhof, da waren wir zuletzt mit Robin. Hier war der böse Wolf. Aber was gibt es jetzt hier zu tun? Ich gehe mal zum Baum. Machst du jetzt hier irgendwas?
wozu soll ich jetzt hier überall langlaufen? Oder soll ich jetzt ins Haus gehen und gar nicht hier an diese ganzen Stellen? Es wäre doch aber, weiß ich nicht, sinnvoll, oder? Oder eben nicht. Was ist die Aufgabe von diesem Mädel hier? Ich steig da gerade noch nicht hinter. Da ja hier alles angezeigt wird, ja. Ja, das ist schön. Kann ich denn überhaupt noch raus? Komme ich hier raus? Oder komme ich hier nie wieder weg? Oder wie? Hä? Ich bin verwirrt. Was haben wir hier? Ach, ein Steg. Okay. Ah, wir kommen also doch zurück. Moment mal, dann gehe ich jetzt mal zum Haus. Ich will nur mal wissen, was dann passiert. Ob sie die jetzt irgendwie da rausholt, ob sie den hinterhergeht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass man da was machen kann. Oder ich habe noch nicht die richtige Stelle gefunden. Falls jetzt hier irgendwie das Spiel, weiß ich nicht, falsch endet oder so. Vielleicht kann man das ja dann eh nochmal machen oder so. Was passiert denn jetzt? Ein Karussell? Ja. Okay. Alles klar, ich kann darauf zugehen. Oder eher dran vorbeigehen. Die Tür öffnet sich wieder. Ich soll wieder einfach vorne, vorne, vorne drücken. Okay, alles klar. Gehen wir durch die Räume. Mit dem Geistermädchen. Also wenn da jetzt nicht irgendwas Logisches noch kommt, dann echt, weiß ich auch nicht, was das soll. Wir gehen quasi halt durch alle Räume der Mädchen. Ja, das ist jetzt Robin mit dem Wolfsmond. Also jedes Zimmer, ein Mädchen, da ist der Wolf, da ist die Großmutter. Und nu? Da oben war ein Foto von ihr. Gesammelte Dinge 0 von 5. Ja, das war ja super. Das hat ja richtig gut geklappt. Kann man das nochmal machen? Anscheinend sollte ich was tun. Aber was denn? Kann ja jetzt nicht hier... Hä? 0 von 5. Und wir hatten ja auch so um die 5 Mädchen, glaube ich. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber wenn ja, dann jedes Mädchen ein Objekt. Toll. Kann ich das bitte nochmal machen? Ich finde das scheiße, wenn nicht. Fangen wir jetzt wieder von vorne an. Ach, da ist sie ja nochmal. Ja, das machen wir gleich nochmal. Kleines Geistermädchen. Bist nochmal... Robin? Wieso kommt Robin jetzt wieder? Die kommen jetzt alle wieder rein. Hey, die sind alle wieder da. Sinnlos. Guck mal, die stellt sich jetzt auch auf den Boden. Und so. Die kommen jetzt alle rein. Ja, das ist ja schön. Da ist die Ginger. Aha. Ja. Aha. Ach, das war ein Stock mit einem Stein. Ich dachte, das war ein gebauter Vogel. So, da haben wir die Rose mit einem kleinen Karnickel. Das ist, glaube ich, die Scarlet. Ja, okay, es kommen alle wieder rein. Ich kann das Spiel von vorne anfangen. Lalalala. Okay, muss ich jetzt alles nochmal machen? Wenn, dann gehe ich einfach schwupps, wupps mit allen durch. Ob ich nun alle Dinge gesammelt habe dann oder nicht. Dann
gehe ich einfach zielgerecht drauf los mit denen, die sterben und bla bla bla, ziehe das Ding durch und mach die jetzt nochmal. Wie, sie geht da hinten jetzt raus oder was? Ist ja super. So, jetzt kann ich alle nochmal machen. Bevor ich das aber tue, nehmen wir jetzt natürlich mal die Rose, die ihr noch nicht gesehen hattet, weil das passt ja gerade ganz gut. Denke ich mir so. Ist zwar alles so ein bisschen schräg gerade und ich muss das jetzt wissen. Ich will wissen, was ich mit der hätte einsammeln können. Ich werde nicht drum rumkommen, alle nochmal zu machen, aber halt im Schnelldurchlauf und ohne alle einzelnen Dinge einzusammeln. Ja. Ah, das ist ja schön. The Path. Yeah, The Path nochmal. Ja gut, wir machen ja jetzt die Rose, hatte ich ja versprochen. Da ihr die noch nicht gesehen hattet und ich überlege gerade, ob ich auch schnurstracks zu ihrer Todesstelle jetzt laufe oder ob wir dann... Ach, ich mache das jetzt einfach so. Ich weiß ja, wo sie hin soll, wo das Ganze endet, aber da ich mit ihr es eh nicht geschafft hatte, alles einzusammeln, mache ich das halt nochmal. Machen wir mal in diesem Part noch Rose, obwohl ich verwirrt bin, weil ich jetzt echt dachte, da kommt was Aufschlussreiches mit der Tussi gerade eben, aber okay, dann nicht. Dann nicht. So, hier werden mir ganz viele Sachen angezeigt. Sachen, die mir sagen sollen wahrscheinlich, dass ich da schon mal was finde. Nehme ich mal an. So. Ich laufe mal da drauf zu. Ich weiß nicht, ob mir die Sachen hier jetzt angezeigt werden, weil ich das Spiel schon beendet habe. Oder das war ja vorher nicht so, dass man so viele Objekte bekam, oder? Ich glaube nicht. Da ist dieses komische Theaterdingens. Und ich hoffe, da gibt es dann auch ein Objektchen. Ich glaube, die Bank oder so. Muss ich mal gucken. Lauf mal los. Weil bei den Mädels, da fängt das ja jetzt auch wieder an mit dem Gehen hier. Und ein Piano auf der Bühne. Früher kamen die Leute zu Konzerten hierher. Oder Theater. Ich wünschte nicht lesbarer Text, weil zu heller Bildschirm. Jawohl, das war ein Objekt für Madamchen. Ich glaube, du hast es dann. Du kannst dich wieder umdrehen, Rose. Toll, du hast ganz toll gespielt. Wir haben eine Menge gehört. Ich bin ein kleiner Vogel. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Zwitschere liebliche Waldtöne vor mich hin und wiege mich auf den Wellen der Musik. La 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 la. Kannst du dich da hinsetzen oder war das nicht für dich? Ich weiß es nicht mehr. Setz dich einfach mal hin da. Da. Geht nicht? Gut. Dann weg hier. Ich habe nämlich gar keinen Bock hier irgendwie mehr. Es gibt ja übrigens auch so ein neues Wolf-Spiel mit aller Rotkäppchen. Finde ich total klasse. Würde mich nur freuen, wenn ich es denn dann auf Deutsch spielen kann. Weil wenn da halt so Geschichte und so ein bisschen Texte zum Vorlesen oder so, weiß ich nicht, ich habe das Spiel noch nie gespielt, irgendwie bei sind, dann würde ich es halt blöd finden, dass jetzt alles irgendwie übersetzen müsste oder nicht spielen kann, weil ich dazu keine Lust habe. Und deswegen warte ich noch mal ein bisschen, bis es denn dann auf Deutsch kommt, hoffentlich. Weil es ist bestimmt ein klasse Spiel und ich bin auch so ein bisschen auf dem Rotkäppchen-Trip, glaube ich. Bisschen. Manchmal, weiß nicht, manchmal habe ich so eine Phase, wo so Spiele und Bücher und weiß ich nicht, Filme zusammenpassen und dann fiebert mich das schon wieder an. So, da ist das Mädel. Der Zyklus von Leben und Tod kennt keinen Anfang und kein Ende.
Ist das eine Statue für Sie? Ich finde die Rose eigentlich übrigens ganz hübsch. Finde die ganz nett. Ist das was für dich? Nee, das ist was für Robin. Was ist denn dann für dich? Irgendwas soll hier sein. War das das mit dem Vogelnest? Das könnte sein. Ja, ich glaube, das ist ihrs hier. Das da. Guck mal hier. Nein, auch nicht. Der Baum auf jeden Fall nicht. Das war auch Ginger. Ja, aber Moment. Den Baum solltest du ja auch jetzt nicht. Du solltest ja das Vogelnest. Hallo, kannst du da mal vorbeigehen? So, weil man das Nest hier, das gehörte eigentlich dazu. Nicht nur der Baum. Jetzt wird mit Ginger angezeigt. Aber vielleicht bringt das ja irgendwie, dass sie mal hier auf das Eiernest zugeht. Ja, dann nicht. Ist ja doof. Ach, sie geht einfach durch den Stein hindurch. Ja, das geht natürlich auch. So, auch nix. Ja, was ist denn dann hier für sie? Warum wurde ich jetzt hier auf den Friedhof gebracht? Ich meine, es kam ja ein Text. Vielleicht war das trotzdem ein Objekt. Ich weiß es gerade nicht. Wo soll ich denn jetzt hin? Also die Sachen, die im Wald rumliegen, werden mir vor allem sowieso nicht angezeigt. Ja, du, kannst du mal vorbeigehen? Das ist ja wohl total nervig. Echt jetzt. Was hätte ich nur mit dem Geistermädelrad machen können? Ey, wie doof ist das, dass man es nicht weiß, denkt, okay, dann gehe ich jetzt zum Haus, weil da sind ja alle hingegangen. Und dann ist das Spiel einfach vorbei. Ob da überhaupt noch was kommt? Ich meine, selbst wenn ich die Objekte einsammle, ja, ich weiß auch nicht. Da will ich jetzt aber auch nicht schon wieder hin. Das ist ja hohl. Und ob ich beim Friedhof wirklich alles irgendwie gefunden habe, ich... keine Ahnung. Lauf mal einfach hier so lang. So. Ich laufe jetzt hier immer geradeaus. Lauf mal, Rose. Passt schon. Ja, du solltest schon laufen. Also es war jetzt nicht so mit gehen. Hier müsste ja noch alles Mögliche irgendwie im Wald rumliegen. Was für sie wäre, aber nö. War die Wäscheleine nicht für sie? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte damals, ich habe keine Ahnung, wie viele Objekte ich damals mit ihr gefunden habe. 2 oder so. Ja. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht mehr so wichtig gerade. Ich laufe ja auch gerade ein bisschen kreuz und quer. Ja. Was war das Gesinge eigentlich gerade eben am Ende? Ist hier mal was? Da, dieses doofe Netzteil, ja super. Hier dieses Fußballtor oder der Stacheldrahtzaun oder was das auch nochmal war. Ach ja, das ist sowieso nicht für sie. Aber vielleicht ist es ja wieder so ein Objektdingens. Kannst du da trotzdem durchlaufen? Nö. Ist ja klasse. Ja, da sind wir mit der Rosie.
Da-di-da-di-dumm. Aber nee, das ist ja das Theater wieder. Das ist doch wieder derselbe Scheiß, oder? Nein, da ist die Wäscheleine. Ich dachte schon, ich hätte mich verguckt. Gut, dann hol die mal. Wenn's deins ist. Ich weiß es gerade gar nicht. Es ist gar nicht für sie. Wie blöd. Menno. Ich meine, auf der Karte links, mittig unten, wären auch immer so Objekte gewesen. Da hätten wir dann wieder den Fernseher. Nee, die Badewanne. Die Badewanne. Okidoki. Und ein Luftballon sehe ich da auch noch. Hier, das ist doch schon mal was. Mhm. Ich fühle mich so leicht wie Luft. Ich könnte jeden Moment platzen, wegfliegen. Okay. Das ist ja schön. So, dann hol dir mal den Luftballon, falls du den möchtest. Oder auch nicht. Jawohl. Wunderbärchen, das ist ja schön. Noch was gefunden. Wenn der Luftballon nicht an der Schnur wäre, würde er einfach wegfliegen. Ja, das würde er tun, wenn er denn könnte. Ja. Es gäbe ja auch noch diesen Sessel und so. Aber ich weiß halt nicht, wo die anderen Sachen gerade sind. Weil ich habe gerade keine Karte und das geht nur wieder nach Gefühl gerade. Und jo, laufen wir hier sonst weiter. Sonst bringe ich sie gleich zum Verderben. Kein Problem. Dann lassen wir sie sterben und dann ist vorbei. Ach, eine Karte. Mensch, wo war ich denn? Wo bin ich denn? Oh, ich muss in die andere Richtung. Wollte ich wohl. Ja, lauf mal hier lang. So. Das wird so mega kurz angezeigt, die Karte. Also echt, ich kann nur immer wieder sagen, es wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, hätte man sie ein bisschen länger mal sehen dürfen oder gleich unten anzeigen. Weil man muss sich ja sowieso die Objekte merken, die hier überall verstreut sind. Mittlerweile weiß ich, wo ungefähr was liegt. Aber da ich nie weiß, wo ich selber überhaupt gerade bin, weiß ich auch nie, in welche Richtung ich gerade laufe. Und dann bleibt es wieder dabei, dass man ziellos herumirrt im Wald. Trali, tralu, tralalala. So ist das. Ach, da bin ich. Okay. Ich laufe mal weiter geradeaus, weil es sieht ganz gut aus. Hier war ich noch nicht. Dann muss ich sie langsam tatsächlich zurückbringen, damit wir sie hier auch noch in dem Part fertig kriegen. Ist schon ein bisschen fies, ne? Ich muss sie fertig kriegen. Das heißt, ich bringe sie zum Henker. Die kleine Rose. Aber eigentlich haben wir ja alle Mitleid mit den armen Mädchen und ich finde es irgendwie doof. Also ich möchte echt nochmal auf jeden Fall mit dem Geistermädel diese Objekte einsammeln, die man einsammeln konnte, um wieder irgendwas zu lesen, um irgendwie deren Geister oder so zu befreien, deren Seelen, wie auch immer. So, ich bringe die jetzt einfach mal hier hin. Und lass es mit dem Objekte einsammeln. Es geht schon los. Hallo, Wolken. Willkommen auf der Erde. Hallo, Wolken, willkommen auf der Erde. Ne, man kann ja auch den Wolken mal Hallo sagen.
Ja, ihr ahnt sicherlich schon, wie Rose Ende ist. Und zwar sollen wir hier an das Wasser, wo wir immer mit den anderen lang gelaufen sind. Denn hier hat sich wohl etwas ereignet. Auf jeden Fall war das halt immer so ein bisschen, ja, es war einfach nur so ein Orientierungspunkt mit den anderen. Bei Rose allerdings hat es halt eine tiefere Bedeutung. Ich laufe mal einfach hier lang. Ich kann ja nur hier entlang gehen, im Prinzip. So, geh mal weiter. Denn hier müsste dann gleich so eine Stelle kommen. Ja, die halt wichtig für sie ist. Wir sind auf der richtigen Wolfsspur, wenn ich das richtig gesehen habe. Da war gerade wieder eine Tatze. Und ich erinnere mich, dass ich halt rechts entlang ging und da vorne ist nämlich ein Boot. Und genau das habe ich gesucht, denn hier gehe ich mit Rose hinein. Sie schwimmt auf irgendeine Art Licht zu. Oder paddelt auf eine Art Licht zu. Sitzt in einem Boot und wird irgendwie angezogen von etwas. Ich kann mir halt vorstellen, dass hier in diesem See irgendetwas passiert ist mit Rose. Sie war alleine und ist vielleicht ertrunken oder ich weiß nicht so recht. Es ist auf jeden Fall anders als bei den anderen. Da ist so eine Art Engel jetzt oder so. Ja, ich weiß nicht so richtig, was das zu bedeuten hatte. Ob Rose halt ertrunken ist und sozusagen ihre Seele in den Himmel gefahren ist oder ob ja, ein anderer Geist oder sie zu sich holen wollte. Da bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden. Ich stehe mal schnell mit Rose auf und damit hättet ihr dann auch zumindest jetzt den letzten Charakter gesehen. Und ich gehe mit ihr halt wie immer zum Haus. In dieser neuen Runde ist sie natürlich jetzt die erste, die wir genommen haben. Aber ich denke, da wird sich nichts ändern. Ob wir sie nun in der ersten Runde genommen hätten oder jetzt am Anfang der zweiten.
ich denke, das Ende bleibt immer gleich und auch die Objekte, nur dass ich nicht alle jetzt gefunden habe, aber ich finde das jetzt auch nicht so wichtig. Es ging mir einfach nur darum, dass ich auch nochmal gesehen habe, ja, wie ist Rose gestorben. Und ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr denkt, was mit Rose ist. Ich finde es bis jetzt so ein bisschen nicht total frustrierend, aber ich muss irgendwie auf jeden Fall mit diesem Geistermädel nochmal los, weil ja, ich halt echt wissen will, ob es das jetzt einfach war. Dann wäre das schon unbefriedigend und warum, wieso, weshalb und wer die eigentlich ist, wüsste ich halt schon gerne. Vielleicht gibt es ja dazu auch irgendwas in irgendwelchen Foren oder so zu finden, kein Plan. Was da eigentlich hintersteckt, hinter diesem Spiel, den Toten, den Mädchen, ist da irgendwie überhaupt ein Zusammenhang, außer dass sie halt alle im Wald waren? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Wald ja verflucht oder so. Und auch die Großmutter da im Haus, also wenn wir jetzt mit dem Geistermädel da am Ende im Haus waren, da war sie ja als Bild über dem Wolf. Heißt es dann, siehst du das echte Rotkäppchen oder... Ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall mit Rose ins Haus, obwohl das wieder ewig lang dauert. Ja. Ich hätte mir da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gewünscht. Denn ob Objekte gefunden oder nicht, kam da ja eigentlich nichts mehr. Außer, dass sie ja am Ende alle wieder da waren im Haus. Vielleicht, ob Objekte halt gefunden oder nicht. Hat sie die dann tatsächlich erlöst oder so? Also das wäre ja mein Wunsch gewesen, dass sie am Ende halt doch irgendwie befreit wurden. Und für mich ist das so, als würden wir halt gerade mit der Seele eines Mädchens, die gestorben ist, zu Großmutters Haus gehen. Und als ob die halt gar nicht mehr leben, weil die latschen ja auch immer so langsam und es regnet und es ist so neblig und... weiß ich nicht, ob die denn am Ende halt befreit werden oder so. Denn am Ende, wie gesagt, waren sie ja alle wieder da. So, geh mal rein. So, ich klicke mich hier wieder durch den Raum oder die Räume. Und ich erwarte jetzt nichts Spektakuläres von der Auswertung her. Diese Stimmen auch immer im Hintergrund. Es ist schon unheimlich. Aber sie war die letzte im Bunde, die wir noch nicht zusammen zumindest gesehen hatten. Ich hatte sie ja schon gespielt. Aber die Aufnahme war ja damals defekt. So. Dann geh mal durch den langen Flur ins Licht. Auch das ist für mich so ein Indiz dafür, dass wir sozusagen jetzt nicht mehr mit den lebendigen Mädchen spielen. Weil sie alle sozusagen ins Licht gehen, was man ja dann immer so sagt. Für Tote. Ja, okay. Also ich fand, durch das Ende jetzt, durch die Bilder kam jetzt nicht hervor, dass sie ertrunken ist oder so. Es drehte sich halt nur alles, keine Ahnung. Wir haben auch nur eins von drei Dingen gesammelt, nur von drei Räumen aufgeschlossen, aber wir sind dem Wolf begegnet sozusagen. Alles klar, Rang C und so weiter. Du hast den nebligen See gefunden. Das war Rose. Und ich würde sagen, im nächsten Part, hole ich das dann nach. Mit dem Geistermädel und zieh die anderen jetzt nochmal eben schnell durch. Ich bringe die jetzt alle sozusagen nochmal zum Ende und dann so, dass das Geistermädel wieder da ist und damit wir im nächsten Part halt die Räume, die Objekte nochmal einsammeln können. Vielleicht schließt das ja dann nochmal ein bisschen das Ende dieses ganzen Spektakels irgendwie auf. Wäre ja schade, wenn man da irgendwie völlig allein gelassen wird mit seinen Interpretationen, aber es gibt nun mal Spiele und deswegen mache ich das ja auch. Auch mal so ein Indie-Spiel irgendwie anbieten und so ein bisschen einfach mal reinwerfen in die Runde, damit ihr auch die Möglichkeit habt, was gibt's überhaupt noch?
anspielen und wie sehe ich das Ganze, was da überhaupt passiert. Und dass man da vielleicht auch manchmal so ein bisschen ins Gespräch kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.